Hallo zum nächsten Video hier in der Kategorie IT und Technik auf meinem YouTube-Kanal. Ja, letztens haben wir uns angeschaut, wie kann man den Ton mit dem Sennheiser in das iPhone reinbekommen, mit dem iRig Pre. Funktioniert tadellos und perfekt. Und heute schauen wir uns an, ich habe das auch schon einige Male in der Follow Week angekündigt, ich muss in mein Netzwerk weiter ausbauen, Datenspeicher oder generell Serverplatz oder Festplattenspeicher aufbauen. Und jetzt da angekommen heute, das ist jetzt auch dann in der Follow Week drin, in der 44. Ausgabe, nämlich der AirPort Extreme. Das wird im Prinzip jetzt dann mein neuer WLAN-Router. In den nächsten Tagen wird dann auch noch die AirPort Time Capsule kommen mit 3 Terabyte, aber das dann in einem eigenen Video. Heute schauen wir uns jetzt da an, wie einfach das mit der Installation sein sollte. Ich habe keine Ahnung, wo das Ganze jetzt dahin führt, aber jetzt machen wir kurz einmal dieses sogenannte Unpacking. Unpacking fertig, aber so wie es für die Apple-Geräte gehört, im Prinzip spitzenmäßig eingepackt. Ja. Das ist jetzt im Prinzip die AirPort Extreme. Ja, das gehen wir jetzt da gleich mal hoch und das Ganze jetzt da anschauen. Es ist auch jetzt da noch einmal eingepackt in einer Folie drinnen. Die ziehen wir jetzt da einfach ab. So, und da unten haben wir auch noch mal was. So, also das ist jetzt der AirPort Extreme, was ist noch dabei? Natürlich die ganzen Beschreibungen und das Netzwerkkabel. So, und jetzt gehen wir im Prinzip in die Praxis und schauen, wie einfach die Installation funktionieren soll, kann, dürfte, wird. In dem Sinne, schauen wir uns das an. Also wenn alles so einfach gehen würde wie die Installation von diesem Apple AirPort Extreme, das heißt, ich habe jetzt da oben das Gerät hingestellt, zuerst Netzwerkkabel an das Internetmodem angesteckt, an die Webgate, dann im Prinzip damit zum Extreme gegangen, zum AirPort und dann im Prinzip Netzwerkkabel gestartet, Lampe zum Leuchten angefangen und war dann relativ rasch einsatzbereit. Und als ich dann heruntergekommen bin ins Büro, hat auch schon im Prinzip das Installationsprogramm gestartet, sprich das Einrichtungsprogramm. Ich habe nur mehr den Namen eingegeben, ja, habt ihr kurz gesehen, und der Passwort generiert. Und ja, ich war innerhalb von ein paar Minuten dann mit diesem AirPort Extreme online und dort habe jetzt auch schon alle Geräte darauf eingestellt. Sprich, jetzt da alle meine Geräte im Haus drinnen, ob das jetzt das iPhone ist, der iMac, das MacBook Air da hinten oder auch der Drucker hier, laufen jetzt da über den AirPort Extreme. Ja. In den nächsten Tagen sollte ich jetzt da auch die AirPort Time Capsule bekommen. Das wird dann im Prinzip hier installiert. Sieht man das da jetzt da? Ja, da oben sieht man es vielleicht ein bisschen. Da ist dann im Prinzip die Terabyte-Platten, ja, die 6 Terabyte und der AirPort, die Time Capsule hat auch noch wohl 3 Terabyte und damit habe ich dann 9 Terabyte Datenplatz für meine ganzen Videos und im Prinzip für das ganze Netzwerk hinaus können. Okay, wenn es euch gefallen hat, einfach wieder Daumen nach oben für dieses kleine Tutorial mit dem AirPort Extreme. Ja, Kommentare hinterlassen und in dem Sinne, bis demnächst.